Dieses ist eine Würdigung an Heinz Kuhströter für seine Lebensleistung auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Heinz Kuhströter begann am 1. April 1947 seine Lehre auf der Rennbahn. Nach der Lehre wurde er Amateurfahrer im Sulky. Ab dem 1. Januar 1957 begann er seine Fahrerlaufbahn als Berufsfahrer. Und ab dem 1. Januar begann er auch seine Tätigkeit als Trainer. Als Berufsfahrer hat er viele Rennen gefahren. Davon hat er über 1000 Rennen gewonnen auf den Rennbahnen Deutschlands. Nach der nicht ganz freiwilligen aktiven Aufgabe seiner Fahrerlaufbahn bleibt er aber als Rennstallbesitzer und Trainer auch mit eigenen Pferden der Rennbahn weiterhin treu. Heinz Kuhstreter ist bis zum heutigen Tag über 73 Jahre der Rennbahn Gelsenkirchen treu geblieben und denkt auch noch nicht ans Aufhören. Ich wünsche Heinz, dem alten Fuhrmann, noch viele aktive Jahre für seine Tätigkeit bei seinem geliebten Pferdesport und seinem Neffen Paul Kuhstreter viele Erfolge auf allen Rennbahnen. Der Pferdefreund Karl-Heinz Wolf.
wollte noch jemand. Das hat gerade nicht geklappt. Ich hatte so schön auf. Oh. Nach drei, was war das? Drei Minuten Fehler. Punkten für das siebte Rennen auf Sieg 3,30 Euro, die Plätze 1,30 Euro, 1,50 Euro. Also, wir sind auf Bord, dann kommt die Sache. Vielen Dank. Die 70.